Ja, erstmal in die Runde rein. Schönen guten Tag. Und die zweite Sache ist, denn die Thermografiegeschichte hier, die ich gerade hier hochgeschaltet habe, die sieht man, oder? Wunderbar. Ja, zu meiner Person hatte Peter Zahle ja schon hat einiges gesagt. Also, wie man so ein bisschen so sieht, ich bin zwar gelernter Raum- und Umweltplaner, schwinge aber bereits seit 20 Jahren so ein bisschen halt auch zwischen dem Thema Stadtplanung, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Klimaanpassung umher. Heißt also, das Thema Umwelt und Stadtplanung ist halt wirklich auch so ein bisschen systemimmanent. Und ja, ich bin seit April 2018 eben halt im Forschungsprojekt Heat Resilient City aktiv. Und das Projekt Hitzerobuste Stadt ist ein Projekt eben, was in der Erfurter Oststadt, einem gründerzeitlichen Viertel, stattfindet. Auch wieder sehr interessant. Die Oststadt hat auch einen Schlachthof, der wird auch gerade revitalisiert. In dem Sinne ist es gerade sehr spannend, was da an Erkenntnissen eben auch halt in Karlsruhe läuft, obwohl es halt deutlich dort noch bestandsmäßiger aussieht als bei uns. Ja, wir schauen natürlich auch in diesem Erfurter Oststadtgebiet, wie kann man in einem gründerzeitlichen Viertel die Hitzebelastung eben auch reduzieren. Und letzten Endes aber auch, halt, das ist das, sag ich mal, das Besondere an dem Projekt, wie kann man es eben gemeinschaftlich eben halt mit der Bürgerschaft machen? Und eben halt nicht nur das technische Wissen der Meteorologen eben halt mit zu Rate ziehen. Wir haben in unserem Projekt halt Stadtplaner, Landschaftsplaner, Meteorologen, Bauingenieurleute, aber auch Physiker mit drin, Stadtforscher, Sozialwissenschaftler, eine ganze Bandbreite, die auch eine unterschiedliche Sprache sprechen, die man auch wirklich halt untereinander gut vernetzen muss, damit halt das Projekt ein Erfolg wird. Ja, ich habe mich so ein bisschen reingehört gehabt, eben in der Auftaktveranstaltung. Und ich sage mal, ich stelle so ein bisschen das Projekt vor, weil es auch halt sehr komplexe Fragestellungen sind, die auch am Schlachthof eben halt immer wieder auftauchen, wenn es halt heißt, eben das Thema Gebäudebestand gibt es. Und es gibt natürlich auch den Denkmalschutz obendrauf. Und im blödsten Fall, wie es halt im Karlsruher Schlachthof ist, ist auch noch unten eben halt Verunreinigung und schädliches Sickerwasser in Anführungszeichen halt noch da vorhanden. Und was natürlich ja die ganze Sache da erschwert. Aber meinen Fokus möchte ich heute eher darauf legen, dass ich sage, wie kann man eben auch erstmal das Thema Hitze sichtbar machen und auch wirklich halt wirksam eben halt bekämpfen, in Anführungszeichen, oder reduzieren, um es ein bisschen schöner zu sagen. In Corona-Zeiten wird ja auch Krieg geführt und so, das mag ich eigentlich auch alles nicht. Ne? Ja. Und wir haben dort ein Instrument eben mal angewandt, wo wir gesagt haben, wir gucken mal, ob wir mittels Thermografie, es gibt ja im Winter viele Thermografie-Spaziergänge mittlerweile, um halt das Thema Energie zu visualisieren, um auch Bauschäden oder halt sag ich mal, Wasserdurchflüsse im Gebäude halt zu visualisieren, um halt zu schauen, ob es auch halt Schimmelprobleme halt gibt, wo die Feuchtigkeit daherkommt. Wir haben auch mal geschaut gehabt, ob wir die Thermografie auch im Sommer einsetzen können und sind dann auch halt justament an einem Tag dort in der Erfurter Oststadt aktiv geworden, wo wir mit einem RTL-Team unterwegs waren, was uns da auch begleitet hat für ein Hitzespezial. Und letzten Endes dort auch geschaut hat, wie kann man da wirklich halt die Hitze dort gut visualisieren. Thermografie, sage ich gleich dabei, Thermografie visualisiert die Oberflächentemperatur, eben das letzten Endes, was auf die Gebäude draufstrahlt. Nicht das, was drin ist. Diese Hitzebelastung oder die innere Last ist letzten Endes halt dort nicht zu sehen. Und nichtsdestotrotz können wir eben halt mit der Thermografie, wie eben schon angedeutet, eben in die Oberflächentemperatur gut visualisieren. Und wir haben das mal gemacht gehabt anhand des Leipziger Platzes. Das ist eben halt ein Schmuckplatz in Erfurt in der Oststadt, der sich eben wunderbar in die gründerzeitliche Bebauung halt reinfasst, der auch im EU-Urban Förderprogramm 2000 Roundabout dort saniert wurde. Schmuckplatz heißt, man hat wunderbar eigentlich ganz viel gemacht, viel gepflastert und schön eine Wiese angelegt, hat aber dann halt im Laufe der Zeit vergessen, mit 2003, dass so eine Wiese auch im Sommer brach liegen kann, trocken fallen kann
Und eben auch die Bäume halt in den letzten Jahren haben wir in Erfurt ganz, ganz wenig Regen. Wir haben ohnehin schon relativ wenig Regen. Aber wir haben mittlerweile das große Problem, dass unsere Bäume auch unter der trockenen Hitze auch zunehmend eben Belastungen haben. Ja, und wie gesagt, das wollten wir mal visualisieren. Einerseits, um zu zeigen, was kann eigentlich Wasser in der Stadt bringen. Andererseits aber auch halt, was kann Bäume als Kühlung beitragen für eben das ganze Thema? Oder wie eben der Markus Neppel mal auch schon halt im Auftaktsvortrag mal gesagt hat, welchen Beitrag tun eigentlich fahrende Autos oder abgestellte Autos für die Hitzebelastung in der Ost oder in einer Ortsstadt? Genauso wie eben halt der Asphalt dazu beitragen. Ja, und ich gebe es einfach mal so, ich scroll mal so ein bisschen halt hier durch. Es war ein ganz normaler Hitzetag gewesen, der sich aufgebaut hat bis Nachmittags 17 Uhr, wo wir dann eben in den Morgenstunden und in den Nachmittagsstunden dort Thermografieaufnahmen gemacht haben. Da um die Zeit, wo wir am Leipziger Platz waren, waren es eben halt knapp 28 Grad gewesen. Für diejenigen, die so ein bisschen noch nicht so ganz wissen, man sagt zwar immer, in der Mittagssonne ist die heißeste Temperatur. Nein, die Städte heizen sich bis 17 Uhr ungefähr am ehesten auf und dann kühlen sie ganz langsam wieder ab. Und das ist so, sage ich mal, eine kleine Mär, die hiermit auch ein bisschen aufgeräumt werden muss. Ja, und man hat so gesehen gehabt an dem Tag, dass wir an dem Brunnen beispielhaft gut erkennen konnten, dass der Brunnen eine Oberflächentemperatur von 25 Grad ungefähr aufweist, die Dachkubatur eben aber schon halt ungefähr bei 50 Grad sich aufgeladen hatte. Die Sonne hat um den Zeitpunkt eben schon genau, die Gebäude waren südausgerichtet und die Sonne hat eben wunderbar draufgestrahlt und eben in Kombination mit der UV-Strahlung dann auch ordentlich die Gebäude beheizt. Und man sieht halt insgesamt wirklich, dass die Oberflächentemperatur da durchaus eben in dem Bereich von 25 bis 50 Grad ist und auch eben die Autos, aber auch halt letzten Endes die Straßen eben diese wunderbare rote bis knallrote eben Farbgebung haben. Ja, und das Einzige, was so ein bisschen dann noch zwischen dem Wasser und eben zwischen den Autos und so halt so leicht bläulich schimmert, das sind eben die Bäume. Dort war eben letzten Endes die Oberflächentemperatur ganz schnell in dem Bereich von 30 Grad. Und daran sieht man einfach auch, halt, was das Thema Grün, auch wenn es halt im Schlachthof jetzt natürlich sehr schwierig ist, aber ich habe auch gesehen gehabt, dass es eben Sekundärgrün, temporäres Grün dort gibt, was auch wirklich super zielführend dort ist, dass auf jeden Fall das Grün sehr, sehr viel bringt, um halt dort Flächen, öffentliche Flächen, aber auch gegebenenfalls Flächen, wie hier unten zu sehen sind, wo halt wirklich die Gebäude gleich verschattet werden, dass die halt dann durchaus eine hohe Wirksamkeit haben können. Und das sehe ich sind wir hier an dem zweiten Foto eben ganz deutlich eben gut. Da muss ich einschränken. Dieses Gebäude ist ja halt quasi Ostseite. Da kommt halt eben die solare Strahlung erst um 14 Uhr an dem Tag, an einem normalen Juli-Tag eben. Aber man sieht trotzdem halt die deutlichen Unterschiede, die eben dort noch herrschen in der Hinsicht. Und die Thermografie ist halt wirklich ein sehr gutes Instrument, um auch, sage ich mal, so ein bisschen das Gelernte, was man im Studium so halt mitgebracht hat, was dann in der Ausführung dann vielleicht mal mangelt, dass man das schön visualisieren kann. Wie beispielsweise hier auf dem Bild, wo man eben auf dem Leipziger Platz hervorragend Bänke aufgestellt hat, die aber der Peter Zeile weiß noch, hätten beim Kollegen Mallmann leider keinen Sichtschutz oder keinen Schatten eben letzten Endes dort spenden, eben weil dann man hinten eben die Hecken vergessen hat. Hat den Hintergrund gehabt, die Leute hatten in der ersten Bürgerbeteiligung gesagt gehabt, sie wollen hohe soziale Kontrolle und die Leute sollen sich abends nicht so lange aufhalten dort. Hat jetzt aber in den ganzen Hitzezeiten eben das Riesenproblem, dass sich auch diese ganzen Flächen so weit ausheizen, dass die Leute höchst ungern auf diesen Bänken noch sitzen. Es sei denn, sie sitzen oben ohne da oder letzten Endes ja vereinzelt andere Persönlichkeiten, die halt leider nicht so unbedingt halt in kühlere Räume reingehen können aus anderen Gründen. Aber man sieht eben, dass die Bänke auch durchaus in dem Bereich von 45 bis 50 Grad Außentemperatur oder halt Oberflächentemperatur haben. Und
Man sieht auch die Wiesenfläche im Hintergrund. Die hat sich auch mittlerweile ordentlich auf 40 bis teilweise sogar 50 Grad aufgeheizt, weil eben auch der ganze Rasen schon zu dem Zeitpunkt komplett verdocht war. Und das heißt also, eine Erkenntnis aus der ganzen Sache, wenn man auch so ein bisschen noch im Hintergrund die Kreuzung sieht, die ist dann auch noch gelb bis rot. Der verdochte Rasen hat eine ähnliche Oberflächentemperatur da mittlerweile wie die Straße. Und das ist auch einfach ganz logisch, eben weil es auch wirklich dann ein knarztrockener Boden ist, der fast schon wie Beton wirkt. Ja, wir sind auch mal hingegangen und haben mal lustigerweise mal reingezoomt, eben mit der Kamera, auf unsere schönen architektonisch hervorragend gestalteten Haltestellen und Plexiglas-Haltestellen und sind dann auch halt zu der Erkenntnis gekommen, dass man auch da durchaus Oberflächentemperaturen 40 bis knapp 45 Grad haben kann. Und natürlich auch direkt halt der Asphalt vorne dran ordentlich diese Haltestelle aufheizt. Und ja, wenn man da natürlich halt keine Verschattungsmöglichkeit hat, dann brutzelt man wirklich auch zu diesen Zeiten auch schon in der Haltestelle. Wir haben ein Temperaturmessgerät auch reingehalten, dabei 35 Grad drin. Und das, sag ich mal, macht die Behaglichkeit im öffentlichen Raum, sich aufzuhalten oder auch dahin zu gehen, ja, deutlich geringer. Und damit ist auch dann die Lebensqualität für die Aufenthaltsqualität deutlich eingeschränkt. So, das war, sage ich mal, so ein kleiner Einblick für die ganze Thematik der Thermografie. Wir haben festgestellt, an dem Tag mit dem Thermografen, da kann man durchaus viele, viele Erkenntnisse herausziehen, um das Thema Oberflächentemperatur darzustellen. Man sieht es auch hier, das Gespräch zwischen einem Stadtwerksprecher und eben halt dem Kameramann oder dem Chef vom RTL-Team. Der eine hat im Schatten einen kühleren Kopf als derjenige, der natürlich im Halbschatten ist. Das ist aber auch ganz logisch. Aber das sind halt so kleine Spielereien, die man letzten Endes gemacht hat. Aber hier sieht man nochmal ganz schön halt die leere Haltestelle, wie die sich ordentlich in der Mittagssonne aufgeheizt hat und weiter auch noch und dann aufheizen würde in die Nachmittagsstunden rein. Ja, das ist das eine, was wir letzten Endes halt auch gemacht haben, um Maßnahmen zu entwickeln für den öffentlichen Raum, hitzeangepasste Maßnahmen, aber auch, wir haben geschaut, dass wir auch in dem gründezeitlichen Viertel eine Maßnahme umsetzen können, die ein Gebäude betrifft. Und wir haben uns da ein Gebäude gemeinschaftlich mit dem Forschungsverbund ausgesucht. Da ist das Institut für ökologische Raumentwicklung auch in Dresden aktiv gewesen, was im Jahr 2000 saniert wurde, sage ich mal, auf einem guten, ordentlichen Stand der Dinge, der ENEF, mittlerweile aber auch halt in einen sogenannten Teilsanierungszyklus reinkommt. Und das Gebäude selbst, ich muss es jetzt nochmal gerade als Einzelbild mal rausholen, das Gebäude selbst ist ein klassisches Gebäude, was eben vielgeschossig ist mit ausgebautem Dachboden und hat eben im Rahmen von der, naja, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen bescheiden, aber ich hoffe, da hier kann man es ganz gut erkennen. Eben, wir haben halt Gebäude ausgesucht, die in, wie gesagt, in der Gründerzeit liegen und vielgeschossig ausgebauter Dachboden, oben auch sind Galerien vorhanden. Und ja, das IOR hatte die Aufgabe gehabt, mal diese Gebäude, die Temperaturen dort zu messen, dann natürlich auch eine Simulation drüber laufen zu lassen und dort Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln, die entweder dem ganzen Haus dienen oder eben halt den Dachgeschosswohnungen. Es hat sie mit Zuge halt der Untersuchung gezeigt, was wir aber auch schon so geahnt haben, aber die Erkenntnis hat sich dann gezeigt, man sagt ja immer, die Gründerzeit ist wunderschön kühl. Das kann man nur bedingt letzten Endes sagen oder grundsätzlich für enge Bebauungen, wie auch halt eben halt, teilweise beim Schlachthof möglicherweise. Das gilt für ganz kurze Hitzeperioden, die letzten Endes so 2-3 Tage andauern. Dann heizt sich die
Gründerzeit langsam auf und kann relativ schnell wieder abkühlen. Wir haben allerdings in Erfurt, aber auch in Dresden und sicherlich auch in Karlsruhe deutlich längere Hitzeperioden, die so 1 bis 2 Wochen andauern können. Oder wie eben halt jetzt bereits seit fast 6 Wochen fast nur Sonne gehabt. Zum Glück war es April, März. Da ist aber in Wirklichkeit die solare Strahlung 10 Stunden auf dem Dach und eben halt auf dem Gebäude drauf. Und dann heizt sich so ein ganzer Straßenzug, gründerseitiger Straßenzug, richtig auf. Und er kühlt auch dann nicht mehr im Gegensatz zu einem Punkthochhaus, was eben halt in Dresden-Gorbitz auch dort als Untersuchungsobjekt da ist. Der kühlt dann auch gar nicht aus nachts, weil der hält die Hitze. Auch wenn wirklich halt, weil der Urban Heat Effekt, der ist ja nur, denke ich mal, Ihnen halt auch oder euch bekannt. Und das ist halt eben die große Problematik eben bei der gründerzeitlichen Bebauung, wenn halt lange Hitzeperioden da halt auch darauf treffen. So, jetzt gehe ich nochmal zurück. Man sieht auch wunderschön halt im Rahmen von der Simulation, es war ein sonniger Tag mit 32 Grad maximaler Außentemperatur, also kein überdurchschnittlicher Hitzetag gewesen. Und dort hat man eben halt festgestellt, dass dort Spitzentemperaturen auftreten im Erdgeschoss 28 Grad, aber eben halt dann, wenn es oben halt auf Fürst und so weiter geht, dann auch Richtung 35 Grad gehen kann. Ich habe es eben angedeutet, die Galerie, da ist dann ordentlich aufgeheizt gewesen. Die Simulation haben wir dann auch, wie gesagt, durch Messungen dann noch mal ein bisschen manifestiert. Wir haben dort Messgeräte einbauen lassen in diese Gebäude. Wir arbeiten dort mit der Liegenschaftsverwaltung zusammen. Die hat 6 Eigentümer, was auch typisch ist für so eine gründerzeitige Bebauung in Erfurt. Die hat eben halt die Eigentümer nach dem Okay gefragt, genauso wie auch die Mieter. Und wir haben, wie gesagt, eben dann dort in diesen Bereichen die Messgeräte einbauen lassen oder aufstellen lassen und eben halt den Wohnungen halt hier in den Bereichen dort, wo die Küchen sind oder eben die Wohnküchen sind hier oben halt. Ja, die Erkenntnis in eben, wir haben den Hitzeperiodenzeiten eben gemessen. Und das sind eben halt kurz gesagt die Temperaturverläufe, die wir dort festgestellt haben. Und vom 1.6. bis zum 30.9. War das gewesen. Und wir haben dort Temperaturspitzen herausgefunden von bis zu 38 Grad in den Dachgeschossen. Und wir haben dort auch stetige Belastungen festgestellt in den Hitzeperioden. Das war 2019 gewesen, wo wir auch dann, es gibt ja die sogenannten Übergrad-Temperaturstunden, ich muss nochmal gerade schauen, wo wir für das Dachgeschoss fast 5000 Übertemperaturgradstunden festgestellt haben für die Gebäude. Das klingt jetzt wahnsinnig viel. Diese Übertemperaturgradstunden sind aber geregelt eben in der DIN 4108 Teil 2, zwar für den Neubau, aber kann natürlich auch halt eben für den Altbau verwendet werden. Und sage ich mal, das ist so ein Behaglichkeitswert, wo einem gesagt wird, so 1200 Stunden, die sind schon ganz okay. Wie berechnet man diese Stunden? Eine Stunde, 1 Grad über 26 Grad, sage ich jetzt mal, für Erfurt ist so eine Behaglichkeitsgrenze von 26 Grad gesagt. Und eine Stunde, 1 Grad oben drüber ist so eine Kelvinstunde oder eben halt eine Übertemperaturgradstunde. Sind es dann 5 Grad drüber, sind es 5 Stunden. Daher kommt natürlich auch diese hohe Summe zusammen, wo man dann auch sagt, da ist wirklich die Behaglichkeit deutlich übertroffen. Ja, das war so die kleine Definition für das Thema Übertemperaturgradstunden. Und das ist nochmal die Zusammenfassung eben der Ergebnisse, wo wir ganz klar auch nachgewiesen haben, wir haben oben in den Dachgeschossen ein großes Hitzeproblem, ein Hitzebelastungsproblem. Das lag auch gar nicht groß an den inneren Lasten, eben, dass sich die Leute alle dort aufgehalten haben, sondern maßgeblich wirklich daran, dass dort in dem Gebäude, auf das Gebäude selber eben die solare Strahlung draufknallt. Man sieht es halt wirklich ganz schön auf der Westseite. War es so gewesen, dass wir bis zu 37 Grad kamen. Einzelspitze war sogar 18, 38 Grad gewesen.
Und na, ich habe es eben ein bisschen übertrieben, waren es dann keine 5.000, sondern 3.500, Entschuldigung dafür, dass ich das jetzt halt leider nicht mehr richtig im Kopf hatte. Aber nichtsdestotrotz, 1.200 und 3.500, das ist schon eine deutliche Steigerung. Man sieht auch, im vierten Geschoss hat man gar keine großen Probleme mehr gehabt und in dem zweiten und ersten Geschoss auch nicht mehr. Aber trotzdem sind die Spitzenwerte mit 28 Grad im Erdgeschoss auch noch sehr schön hoch. Und das sieht das trotz der ganzen Thematik, dass wir, ich kann es eben noch mal zeigen, das ist zwar jetzt ein Winterbild, aber dass wir trotzdem halt dort auch ordentliche Bäume, zweite Ordnung, direkt vor der Nase eben der Bewohner haben. Und insofern denke ich mal, ist das auch ein guter Beitrag, dass man eben sagt, das Stadtgrün wirkt sicherlich auch als positiv für die ganze Thematik. Ja, wir haben, wie gesagt, jetzt Anpassungsmaßnahmen daraus entwickelt, die maßgeblich darauf zielen, einerseits die Verschattung eben der Fensterfronten, aber auch der Balkontüren zu realisieren. Und ich gehe mal ein bisschen weiter. Und andererseits aber auch, das sind aber keine neuen weltbewegenden Dinge, sondern ganz klassische Maßnahmen wie Außenrollos etc. pp. Weil wir wollen ja eben halt übertragbare Dinge eben entwickeln, die auch in anderen Städten wie auch in Karlsruhe Gründerzeit realisiert werden können. Und das bringt dann beispielsweise etwas, wenn wir den klassischen Sonnenschutz machen, eine deutliche Reduzierung schon. Wir sehen es halt hier beispielsweise im fünften Geschoss. Da bewegt sich halt schon einiges eben halt zur Reduktion. Oder wenn wir halt sagen, wir wollen grundsätzlich auch die Übertemperatur Gradstunden runterbekommen, was ja eben das Ziel auf diese 1200 Kelvinstunden oder Gradstunden sind, dann brauchen wir sogar noch eine Abluftanlage oben rein, dass eben zielführend in Bad, aber auch Schlafzimmer gegebenenfalls dann auch in den Nachtstunden eben die Spitzen rausgeholt werden. Ganz schnell die Spitzen rausgeholt werden. Ja. Man sieht, das sind keine großen hochwissenschaftlichen neuen Geräte oder Entwicklungen, die wir dort einsetzen, sondern wirklich Dinge, die wir dort auf dem aktuellen Markt, also Stand der Technik, einsetzen werden. Im Juli entscheidet die gesamte Eigentümerversammlung darüber. Wir haben für Erfurt ein bisschen das Problem. Die Stadt Erfurt gehört nicht in Erfurt dann sozusagen. 60% der Bewohner oder besser gesagt der Eigentümer wohnen in Westdeutschland. Und hier ist es auch typisch, sechs Eigentümer teilen sich acht Wohneinheiten und eben teilen sich dann auch halt in Hamburg, in Rödermark, in Hessen und im Schwabenland wirklich halt diese gesamte Liegenschaft. Und das macht es natürlich auch halt in der Abstimmung der Maßnahme wirklich für uns sehr schwierig. Keiner der Eigentümer wohnt direkt in Erfurt oder indirekt in dem Haus. Und so müssen wir halt wirklich jetzt mit allen Eigentümern verhandeln. Und wenn jemand schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat mit dem Recht, mit dem Eigentümerrecht, dann ist das nicht so ganz einfach, weil letzten Endes müssen Mehrheiten dort geschaffen werden. Und da muss natürlich ganz klar auch denjenigen unten der Nutzen gezeigt werden, wenn die sich daran beteiligen sollen finanziell, was die im Erdgeschoss für Nutzen haben und was die im Dachgeschoss für Nutzen haben. Ja, und diese Kommunikationsaufgabe übernimmt jetzt gerade die Liegenschaftsverwaltung für uns, dass eben halt diese Maßnahmen dort realisiert werden können. Und dann haben wir eine wunderbare Maßnahme auch dann in unserem Projekt als pilothafte Maßnahme umgesetzt. Also es ist auch nicht typisch, dass man wirklich so eine heterogene Eigentümerstruktur halt hat. Normalerweise sprechen wir hier von zwei oder drei maximal oder vielleicht sogar einem Eigentümer in einem Gebäude. Ein anderes Projekt, ich weiß gar nicht, Peter, wie viel Zeit gibst du mir? Guido, gib Gas. So Alles klar. geht's. Aber ich sag mal, ich sollte ja auch den Schwerpunkt eben auf das Thema Gebäude setzen. Und dementsprechend würde ich ja die Sache mit dem Stadtgrün auch so vorne ranlassen. Ich will gerade nur sagen, dass wir noch ein zweites pilothaftes Projekt machen, wo wir eben halt in der Erfurter Oststadt Baumpflanzungen als Ersatzpflanzungen realisieren.
Und dort werden wir halt 40 Ersatzpflanzungen gerade, ist der Lageplan umsetzungsreif geworden. Wir würden das Leistungsverzeichnis eben halt jetzt in die Runde bringen, sodass wir halt im November diesen Jahres auch diese Maßnahmen umsetzen. Und ich sage mal, wenn man so sieht, 40 Bäume, die ganze Sache kostet ungefähr eine Viertelmillion, wo man die Schachtungen etc. alles noch machen muss, die Bäume reinsetzen muss und dann eben auch schon dann das so schön machen soll, wie das Verkehrsamt oder das Amt für Tiefbau und Verkehr es so haben möchte. Jeder Baum kostet da ungefähr 6.000 Euro mittlerweile. Insgesamt kostet die Maßnahme eine Viertelmillion. Wenn wir dann noch dazu holen, dass wir unsere pilothafte Maßnahme im Gebäude mit dabei haben, wo wir auch nochmal gute 30.000 Euro investieren. Kurzum, wir haben ein dreijähriges Projekt, was wir gerade bearbeiten. Und es ist, glaube ich, nicht üblich, dass in so einem Forschungsprojekt zwei große Projekte mit so einem Volumen dann auch halt in die Realisierung reinkommen. Und das alles ist eben halt entstanden in einer Gemeinschaftsarbeit, die auch sehr systemisch aufgebaut war, sehr hohe Kommunikationsaufwendungen hat. Und das kann ich wirklich halt nur weitergeben. Es ist und bleibt, wie es ist. Architekten und Stadtplaner haben aus meiner Sicht nicht nur immer die Pläne zu kommunizieren, sondern ein ganz zentraler Punkt ist auch halt grundsätzlich zu kommunizieren und Verständnis für solche problematischen und komplexe Sachverhalte zu ergeben. Ja. Und das wollte ich einfach nur noch so mal als Abschlusssatz mal sagen und dann eröffne ich auch mal so ein bisschen die Fragerunde, Fragestunde. Ich bin fertig. Okay, du bist fertig, schön, das ist ja wunderbar. Ich hoffe, du hörst mich jetzt Ja, besser. sehr gut. Perfekt, jetzt habe ich auch den Kopfhörer gefunden. Vielen Dank, Guido, das war jetzt wirklich beeindruckend und sehr, ich glaube, ein sehr guter Einstieg, nachdem wir letzte Woche gesehen haben, was war in Karlsruhe oder was ist in Karlsruhe der Status quo, auch sehr eng. Wir haben nicht so die Möglichkeit, so schnell jetzt Bäume zu pflanzen. Und wenn man dann auch wieder sieht, was so ein kleiner Baum in Anführungszeichen kostet, bis der denn steht, dann muss man auch genau da wieder Gedanken sich drüber machen, wie kriegen wir das denn auch im Karlsruher Schlachthof geregelt. Ich Ja. würde jetzt sagen, ihr lieben Studis, ihr dürft jetzt mal euer Mikro aufmachen und eure Kamera anmachen, damit der Guido auch mal sieht, mit wem er es da zu tun hat. Ah, guck mal, es geht schon los. Guido, ich tue deine Bildschirmpräsentation schnell ausschalten. Beziehungsweise kannst du, glaube ich, auch machen. Ne? So, schalte mal aus, ja. Ja, ich muss mal gucken. Vor allen Dingen halte ich jetzt Ja.                                                                                                                                        ².